Wir sind Ricky, Friede, Pini und wir nehmen euch mit in unsere Elternzeit. Die ist doch super langsam, oder? Die war super, super! Die mache ich jetzt nochmal! Na dann, Attacke! Wie ihr seht, ist übrigens der nächste Morgen. Heute ist Samstag, der 11. Juni und heute haben wir vor, nach Saint-Tropez zu fahren. Die Pini, die macht jetzt noch mal hier ein bisschen Wasserrutschenprogramm für sich. Ich lasse es heute mal aus, ich bin noch ziemlich knülle von gestern. Man spürt es dann am Ende doch ein bisschen. Mit 13 Kilo und 20.000 Schritten unterwegs ist und an jeder Ecke hält und stoppt und hoch und runter und rüber und über und Rucksack runter und Rucksack wieder hoch und das ist schon ein bisschen, würde ich sagen, anstrengend. Währenddessen geht es eigentlich, aber man merkt es dann halt abends, wenn man jede Nacht dann halt nur 7 Stunden im Urlaub schläft und dann eigentlich den Rest wieder auf Achse ist. Ricky hat sich das ein bisschen ruhiger vorgestellt hier. Dass es nicht ganz so stressig wird, sagt er. Ja, und deswegen ist es so, dass wir heute, wie gesagt, den kurzen Weg nach Saint-Tropez auf uns nehmen. Und dann morgen machen wir dann hier einen Ruhetag. Aus mehreren Gründen. Der eine Grund ist, wir müssen Wäsche waschen. Wir sind jetzt 2,5 Wochen unterwegs. Das eine oder andere Kleidungsstück wird jetzt Mangelware. Ich hatte mich am Anfang schon relativ gut eingeschränkt, persönlich. Und dachte, warum hast du nur so wenig T-Shirts mitgenommen? Bis ich dann gesehen habe, dass ich noch eine ganze Kiste T-Shirts mit habe. Ricky hat das Wohnmobil eingeräumt. Er hat meine T-Shirts auf 2 Kisten verteilt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja gut, ich habe das halt nicht so viel. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn man jetzt den ganzen Tag wandern geht. Da kann man auch mal das T-Shirt vom Tag vorher wieder nehmen. Ich bin da schmerzbefreit, was das angeht. Warum soll ich fürs Wandern gehen ein neues T-Shirt anziehen, wenn es dann bei mir persönlich nach 100 Metern ohnehin schon wieder unter Vollschwitze ist. Natürlich könnte man sagen, das stinkt man nicht so, das ist grundsätzlich richtig. Aber im Sommer stinkt man ohnehin nicht so stark, weil man da ja den ganzen Tag und die ganze Nacht am Transpirieren ist. Das heißt, der Körper dünstet ja ohnehin schon sehr, sehr viel aus, dauerhaft. Und in der Zeit, wo du die Klamotten anhast, ist es nicht ganz mehr
nicht so dramatisch. Zumindest ist es meine Erfahrung. Da ist sowas wie Frühjahr oder Herbst, in meinem persönlichen Fall Herbst, sehr viel schlimmer. Da zieht man ein T-Shirt an und das kannst du kein zweites Mal anziehen. Im Sommer völlig unspektakulär. Da könnte ich rein theoretisch ein T-Shirt auch völlig durchgeschwitzt und halt später nochmal anziehen. Und das ist immer noch im Rahmen. Und da habe ich eine schöne Freundin, die eine feine Nase hat. Und eine Tochter mittlerweile jetzt auch noch dazu. Ja, der hört schon, die ist total aufgeregt hier. Ich filme es allerdings jetzt mal nicht, ne, weil die jetzt hier im Bikini rumspringt. Ja, ich denke, wir melden uns dann nochmal, wenn wir losmachen. Die zwei haben jetzt gefrühstückt. Achso, gestern, das waren in meinem Fall 20.300 Schritte. Das ist ein guter Durchschnitt. Der Durchschnitt ist ein guter Schnitt, den wir gemacht haben. Und Busch. Ein guter Schnitt, den wir gemacht haben. Und ja, ich hoffe mal, dass wir heute auch ein paar schaffen. So 15.000 ist das Ziel. Saint-Tropez ist nicht ganz so weit. Wir haben ein bisschen Essen eingepackt. Es sind ein paar Nudeln übrig geblieben von gestern Abend. Das hat auch noch einen riesengroßen Vorteil. Und ja, ansonsten macht den Rest jetzt die Regie fertig. Ich melde mich dann später nochmal. Bis dann. So, die Seiten ruhig, dann geht die nur so lang. Und wenn du die an den Seiten geht das so schnell. Ja, wenn du rubbelst und ziehst und schiebst. So. Das ist übrigens noch ein kleiner Ausblick hier hinten mit dem Berg. Und freust du dich auf Saint-Tropez? Nein? Ja, lieber Pen. Was willst du lieber? Du willst lieber pennen, ja. Wir sind so viel unterwegs. Das ist mit Pennen immer ein bisschen schwierig, oder? Papa kommt auch nicht zum Pennen. Beziehungsweise im Moment nicht zum Schneiden. Er muss dann morgen auf jeden Fall, wenn wir hier sind, den Trailer fertig schneiden. Das geht aber nicht, wenn ich in mein Bett liegen möchte. Naja, er muss mich auf den anderen Sitz setzen. Auf meinen? Na. Kriege ich dann schon hin. Ja. Das andere Video habe ich da auch geschnitten. Das habe ich noch gar nicht gesehen, oder? Das letzte? Naja, das sind wir hier. Machst du sich rein und dann machen wir uns fertig und dann tischen wir ab. Wir sind wieder mal auf dem Weg zum Auto bei schönstem Sonnenschein und keine Ahnung, 30 brutzelnde Grad. Wenn früher am Pool war, war es schon relativ warm, oder? Was hast du super duper? Keiner versteht was. Ich habe heute die super duper Achterbahn gerutscht. Und du bist ja die super duper Achterbahn gerutscht? Ja, das stimmt allerdings. Geh mal bitte rechts ran, hier kommt ein Auto. Jemand aus Deutschland. Was? Das heißt, wie bitte, mein Schatz? Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Saint-Tropez und schauen uns jetzt mal dort an, wie es da so abgeht, oder? Ja, das ist sehr schön. Was sagt die Mama dazu? Ja, Mama sagt gar nichts dazu. Dann halt eben nicht. Binne? Darf ich nicht mehr sagen, ich muss jetzt Pini oder Pepina sagen. Wie findest du das? Gut, das Kind redet auch nicht mehr mit mir. Die Laune ist ja heute wieder blendend bei allen. Na dann, ich melde mich später, vielleicht mit einer besseren Laune zurück. So, Radio aus, dass man ja nichts hört. So ist der Plan. 1 Stunde und 5 Minuten, 1 Stunde und 2 Minuten, ja. Irgend
sagt sowas. Für 37 Kilometer. Wir sitzen im Auto und hoffen, dass wir rechtzeitig irgendwie irgendwo ankommen. Heute Samstag geht es vielleicht auf den Markt. In Saint-Tropez wollen wir uns die Zitadelle angucken. Wahrscheinlich machen wir da einen Strand irgendwo. Links oder rechts der Stadt. Ja, ansonsten ist Saint-Tropez nicht so riesig. Das ist ein toller, schöner Hafen. Und da wir jetzt nicht so die Clubgänger sind, zumindest nicht mit dem Kind, fallen viele von diesen Sachen ja eher flach. Ja, wir lassen uns überraschen. Lasst ihr euch überraschen. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Was meinst du da hinten? Hauptsache, es gibt Eis. Ja. Wasser haben wir mit. Denke ich, mehr als genug. Wir haben sogar noch eine Cola mit. Lecker, ohne Zucker. Naja, wir melden uns dann entweder auf dem Weg oder wenn wir da sind. Aber wahrscheinlich auf dem Weg schon mal mit ein paar schönen Bildchen. Die Parkplatzsuche in Saint-Tropez zum Samstagmorgen. Guckt euch mal das Auto an. Kann auch passieren, zum Glück nicht passiert. Aber die Parkplatzsuche zum Samstagmorgen, alter Schwede. Keine gute Idee, hier zum Samstagmorgen herzufahren sozusagen. Es gibt zwar hier irgendwie am Hafen die Möglichkeit noch zu parken. Ich keine Ahnung, wie das hier vonstatten geht. Ob es hier noch einen Eingang gibt. Vielleicht frage ich mal, wenn ich jetzt jemand Deutsches finde, ob das noch eine Option ist. In der Zwischenzeit mache ich hier mal kurz meine Videos und dann habe ich den zwei Mädels gesagt, die sollen sich ruhig ein bisschen Zeit lassen mit dem Thema Einkaufen. Vor allem sollen sie Eis mitbringen. Naja, gut, dann gucken wir mal, wie das jetzt hier wird.
So, die zwei sind zurück vom Einkauf. Und ich habe da bei uns einen Parkplatz erkundet. Das heißt, wir können uns irgendwo hinstellen und können trotzdem unsere Tour machen. Und wir haben Eis eingekriegt. Ja, guck mal, was sie mitgebracht haben. Ja. Das schmilzt, je länger ich quatsche. Mm. Ja, weil die Bettina schon im Laden gequatscht hat. Ja. Ach, okay. Na gut, alles klar. Dann gibt der Binne ihr es schon. Und ich habe Bettina, ich sehe nicht, was drin ist. Mach's auf. Ist ja auch guck. Egal. Und mein Schätzelein, wie ist dein Eis? Super? Ja. Ich habe auch schon eins getilgt und jetzt muss noch jeder noch eins essen. Ja, das wird so lecker. Da drüben geht es übrigens rein zum Parken. Da versuchen wir jetzt mal die Karre abzuschmeißen, damit wir hier einen schönen Tag haben. So schaut's aus. Da ist das Eis direkt schon in meiner Hand. So, wie hat's gekostet? Ah, du warst ja gleich in das ganze Eis. Was tust du aber preiswert? Ich mehr gedacht. Und falsch auf die Stadt. Es gab es jetzt schon. Mal gucken, wie das jetzt hier endet. Naja, prima, wir stehen erstmal. Das war das Allerwichtigste. Drei Runden sind wir gefahren. Was willst du haben? Du willst noch Eis haben? Du hast doch gerade Eis. Nee? Das klebt doch noch an deinen Lippen, das sehe ich doch. Ja, ich glaube, die Mama hat schon vorbereitet. Ja, manche kriegen auch zwei Eis. Aber bei Mini geht es schon. Leute, Leute, Leute. Hört euch das mal an. Schaffst du dein Eis noch? Soll ich das essen? Ja. Echt? Na los, dann gib's her. Ein Kind, was sein Eis nicht aufisst. Na, will die Mama noch was haben? Nein. Ja, Mama auch nicht. Dann gibt es für mich ja zweieinhalb Eis oder fast drei. Super. Ja, sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ein alter Zitronen. Verrückter Scheiß. Absolut verrückter Scheiß. Und die Schüssel hat er auch gleich noch stecken lassen. Naja, wahrscheinlich klaut es niemand, weil man es immer wieder findet, aber ja, yeah. Voll cool. Und hier steht gleich noch so eine Karre, so eine ähnliche. Genauso schnittig. Zu verkaufen steht dran. Unsere zwei Mädels haben Toiletten gefunden. Wahrscheinlich selbstreinigende. So wie es ausschaut. Es ist immer mal ein Erlebnis wert. Immer wieder ein Erlebnis wert. Es sieht aus wie Sau. Jetzt Hände waschen nicht. Schaffst du es trotzdem? Nein. Nein? Die ist automatisch. Das, was das Wasser drauf ist, das ist ja eine automatische Reinigung. Die ist nicht dreckig, die ist nur auf Fußboden. Die ist ja eine automatische Reinigung. Oder ist es oben nicht? Nee. Ist automatisch dorthin, deswegen ist der Kasten dort hinten nass. Die ist schon sauber. Da fehlt nur der Lack. Und die Fußboden ist halt wieder dreckig. Wird schon gehen, seitdem ist ja eklig. Das ist hier. Ja, wir hatten Papier vom Eisladen. Naja, gut, ich mach mal die Kamera aus hier. Das geht euch jetzt alles nichts an. Jetzt sind wir am Hafen von Saint-Tropez. Na komm, zeig doch mal jetzt hier. Ganz heiter Tälste. Das war nicht, oder? Nee, das ging nicht, weil das hängt und ich hatte alles und bin dann ganz
Na komm, zeig mal her. Ja, super. Nochmal. Schaffst du noch eins? Na, das war nicht so super. Gut, Schluss jetzt. Ich bin mal gespannt, was wir hier noch alles so für Schmuckstücke sehen. Schade, dass die Nachbarautos im Weg sind. Auch zu verkaufen. Bisschen schlecht mit Lichtverhältnissen. So, was ist das für ein Teil? Elegante. Keine Ahnung. Falls jemand weiß, was das ist, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall ein schönes Ding. Das sind unsere ersten Schritte im Hafen von Saint-Tropez. Schon eine ganze Weile her, als wir das letzte Mal hier waren. 2016. Allerdings hatten wir da nicht ganz so viel Zeit. Da sind wir mehr oder weniger durchgereist. Und dann nehmen wir uns heute mal ein bisschen Zeit. Ich habe vorhin schon befürchtet, dass wir hier wieder abreisen müssen mit dieser Parksituation. Das war nicht so optimal. Aus der Sicht von vorhin. Aber jetzt ist die Sicht natürlich eine ganz andere. Nachdem ich mit den netten mit den Herrschaften aus München gesprochen habe. Die mir gesagt haben, du kannst auf dem Parkplatz hier einfach fahren. Da vorne musst du ein bisschen komisch reinfahren, Ticket ziehen und dann ist alles cool. Ja, hier stehen sie, die ganzen kleinen billigen Yachten. Und schon wieder ein kleines Showcar. No Smoke Flower Power. Was auch immer das schon wieder ist. No Smoke steht drauf. Sieht ein bisschen aus wie ein Vehikel, was auf dem Golfplatz rumfährt, normalerweise. Wird wahrscheinlich auch so sein, wenn ich mir das hier angucke. No Smoke. Kein Rauch. Cool. Fetzt. Kleiner Moki. Gefunden? Ein Breitling-Piloten? Schicken wir zum Onkel Frank, wa? Vielleicht kennt er den ja. Ich habe gefallen.
Schuhe mit Glitzer. Das ist doch genau deins. Oder Mama, das wird dir gefallen, oder? Große Edelsteine drauf. Riesige. Ja, riesige. Laden und wie kommst du wieder? Neuen Schuhen. Mit neuen Schuhen? Sag mal her, die Träder. Na, oh. Mein liebes Bini, wer hätte gedacht, dass du mal in Saint-Tropez Schuhe kaufst? Hä? Und nicht mal Schule, aber schon Träder aus Saint-Tropez. Und zu 33 gleich noch. 33 gleich noch? Die soll wohl noch ein paar Tage halten oder was? Deswegen. Guck mal, der Name ist zwar ein bisschen falsch geschrieben, aber sieht aus, als wäre das der Ricky erladen. Ricky's Junior. Kannst du nicht lesen, was da steht? Ja, Ricky. Ricky steht oben. Beim Markt sind wir auch wieder mal zu spät. Wir fangen schon alle an, hier zusammenzupacken. Ja, 13:45 Uhr und hier wird alles weggepackt und weggeklappt. Wir finden wohl hier nichts mehr. Sie findet deinen Hut gut, hat sie gesagt. So wie du hier läufst. Sie findet dein Design gut. Dein Hut? Dein Design, so wie du gekleidet bist. Die hat gesagt, très bien. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Aber ich glaube, très bien heißt wunderschön oder irgend sowas. Ja. Auch ein kleiner Mucki hier. Ach, sind den Kufen auch. Einfach nur, um damit durch die Gegend zu fahren. Herrlich. Warte, ich probier mal. Zauberei ist das. Mama, ich halte. Was ist denn mit deinen Händen? Willst du auch gleich was mit dir machen? Hä? Mir reicht dieses Wasser. Dir reicht dieses Wasser? Die Ricky sollte recht behalten. Wahrscheinlich sehen wir jetzt eine weitere Zitadelle, und zwar die von Saint-Tropez. Meine Schuhe passen mir angegossen. Deine Schuhe passen mir angegossen? Ah, du bist ja auch super glücklich mit deinen Schuhen. Ja, pass nur auf, dass du nicht gleich hinstolperst. Wollt, wie unsere Reise weitergeht, abonniert unseren Kanal.